So, die Imke hatte noch was Interessantes, ein interessantes Gespräch. Ja, was heißt interessantes Gespräch? Ich war heute in meiner Fachhochschule Ostfalia-Wolfenbüttel in der Fakultät Soziale Arbeit. Da studiere ich und dort war heute eine Dekanin von einer Fakultät Soziale Arbeit in Russland zu Besuch. Frau Professor Dr. Kurieva aus Krasnojarsk in Russland. Ja, ich bin da mal hin, weil angekündigt wurde, es sollte auch über den Konflikt in der Ukraine gesprochen werden und über die Beziehung zwischen Russland und Deutschland, die weiter die Kooperation zwischen unseren beiden Fakultäten. Ja, und danach eine kleine Diskussion geben. Ich möchte jetzt am liebsten wertfrei das wiedergeben, was Sie auf die Fragen der Studierenden, die da vor Ort waren und von mir und den Dozenten geantwortet hat. Sie hat erzählt, dass auch in ihrer Region viele Flüchtlinge Zuflucht suchen. Das sind 100.000 in ihrer Region. Das ist in Sibirien, soweit ich das verstanden habe. Und diese Flüchtlinge wollen am liebsten so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat und warten ab, bis der Krieg vorbei ist, um da schnell wieder hinzukommen. Sie war in einem Flüchtlingsauffangstation und hat sich mit den Leuten da unterhalten und hat daher die Informationen. Die Informationen sind sehr subjektiv, nur der Empfindung nach von dieser Dekanin. Und sie hat geschildert auf die Frage, was kommt denn eigentlich bei denen in Russland in den Medien rüber? Was kommt da eigentlich anstatt bei uns? Was sind die Unterschiede? Weil sie hat von Anfang an gesagt, ja, ich merke hier die Unterschiede in euren Medien zu unseren Medien. Und da meinte sie, dass bei denen in den Medien viel für eine friedliche Lösung geworben wird. Dass Russland sehr an einer friedlichen Lösung des Konflikts interessiert ist, dass sie auf die Frage, ob sie wüsste, ob da russisches Militär in der Ukraine sei, hat sie gesagt, sie weiß von keinem russischen Militär in der Ukraine. Sie war auch sehr irritiert, als einer der Studierenden sagte, ja, Russland ist doch mit der Ukraine im Krieg. Da war sie ganz verwundert und meinte, sie wüsste davon nichts. In den Medien würde davon nichts transportiert. Ist auch nicht. Sie hat geschildert, dass sie hat in der letzten Zeit mal eine Umfrage gelesen, wo der Großteil der Bevölkerung, der russischen Bevölkerung, meinte, dass sie sich eine friedliche Lösung wünschen und dass, ja, genau, dass sie sich unsicher sind, wie es jetzt weitergeht in der Beziehung zwischen Deutschland und Russland in Bezug auf die Sanktionen, die da erteilt wurden. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich mache einfach mal weiter. Sie hat noch geschildert, dass die russische Sprache in der Ukraine wohl sehr verpönt sein soll, haben die Flüchtlinge erzählt. Und ja, dass in den Medien viel über den schlechten Zustand der Bevölkerung dort, der Zivilbevölkerung berichtet wird, aber nicht genau, wer da nun im Gange ist, dass sie schon nationalistische, faschistische Aggressoren da Gruppen rumlaufen sehen in den Medien, aber da nicht genau transportiert wird, wer ist nun der Feind in diesem Krieg. Ja, da ist es ein Bürgerkrieg, so wird es mitgeteilt. Und das sind die Informationen, die ich mitbringen konnte aus
dieser Diskussionsrunde. Okay.